Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Wie ihr sehen könnt, zu meiner Linken, Abus Magomedov. Danke dir für die Zeit, mein Lieber. Ja, wir sind in Düsseldorf. Erstmal groß Dankeschön auch an Agit, an dich für deine Zeit, dass ihr das Ganze auf die Beine gestellt habt. Wir haben einiges zu besprechen in Bezug auf deinen Main Event Fight in der UFC. Viele, die UFC mitverfolgen und auch MMA interessiert sind, den sollte Abus Magomedov auf jeden Fall ein Name sein. Du bereitest dich momentan vor auf deinen Fight gegen Sean Strickland, die Nummer 7 im UFC Mittelgewicht. Wie läuft dein Training? Wie geht's dir momentan? Was läuft? Also, mir geht's gut, danke schön, danke, dass ihr da seid. Ihr macht auch große Arbeit. Dankeschön. Ihr hält sozusagen die Community immer auf dem Laufen. Manchmal, wenn ich so ein Event verschlafen habe, ich wache auf, gucke, einfach so, um zu wissen, was die Sache ist. Freut mich sehr. Was die Vorbereitung angeht, wir sind schon fast so gut wie durch. Es sind noch 2, 2,5 Wochen. In 2 Wochen, heute in 2 Wochen fliege ich genau rüber. Und Trainierst du in dann, Las Vegas den Rest, oder? also da ist ja nicht viel, die letzten 2 Wochen, 10 Tage fällt man schon runter, macht man Gewicht, Weightcut und so. Ja, ich bin ready. Ja. Also, ja. Sean Strickland, die Nummer 7. Zuvor hattest du dein UFC-Debüt gemacht gegen Dustin Stolzfuß. Wie kam es auf einmal zustande, also dass dieser Big Step gemacht wurde auf einmal von einem Unranked-Gegner zu jetzt die Nummer 7 im Mittelgewicht? Also das ist zum Beispiel für so einen Zuschauer, der ab und zu mal sowas was mitkriegt, ist das zum Beispiel überraschend. Wie geht das? Der Junge hat erst vor kurzem gekämpft, aber manche wissen das, die zum Beispiel an meiner Seite sind, die wissen genau, ab seit September, ich sollte 11. März kämpfen in Vegas gegen Mahmoud Muradov. Magomedov, genau. 2 Wochen vor dem Kampf wird der verletzt, muss operiert werden, wie ist das? Dann haben die keinen Gegner gefunden. Haben die mir gesagt, so und so, 20. Mai, ich sollte gegen André Muniz kämpfen, der war schon Nummer 13. Dann wiederum 3 Wochen vor dem Kampf wird der auch verletzt, dann muss wieder operiert werden. Und am Ende, ich bin ja auch mit dem Mick Mader, dem Matchmaker von unserer Gewichtsklasse, mit Ja. dem selber auch im Kontakt. Und ja, der hat alles versucht. Am Ende, da waren ein paar andere Namen auch und Sean Strickland war derjenige, der dann zugesagt hat. Und ich zum Beispiel sehe nicht so wie die meisten, dass das ungerecht ist und so. Ich habe das ist jetzt meine dritte Vorbereitung nonstop. Ich bin in Vorbereitung und ich kann ja nichts dafür, dass die Ja, Jungs klar. abspringen. Oder ich hätte bis jetzt locker schon zweimal gekämpft. Ich wäre so oder so jetzt da, wo ich jetzt bin. Jetzt habe ich natürlich einen großen Kampf bekommen, direkt Main Event, weil der Mick hat auch Bock auf mich. Ich merke das, wenn wir uns unterhalten. Der will sozusagen nach Deutschland und ich werde ihm dabei helfen, sozusagen. Was machst du dir aus Sean Strickland als Gegner? Ich meine, der ist ein guter Allrounder, der kann boxen, hat eine gute Takedown-Defense, kann auch ringen, so wenn er mal Lust hat, aber ist jetzt nicht der krasseste Striker oder der krasseste Ringer, sag ich mal. Was machst du dir aus ihm als Gegner und wie siehst du den Fight ablaufen? Ich habe mehrere Szenarien im Kopf schon durchgehen lassen, wie der Kampf ablaufen könnte, aber am Ende, man weiß nie, wie der Kampf läuft. Ich weiß, was ich im Stand kann. Ich weiß, dass ich Grappling und Ring mit jedem mitmachen kann. Mein Ziel ist, den Kampf so attraktiv wie möglich zu gewinnen. Das ist natürlich in Stand-up so ein K.O. wäre Beste. Und ja, aber ich stelle mich auf so einen Kriegskampf ein, weil der Typ ist, der hat schon gegen großen Namen gekämpft, hat schon starke Kämpfe gemacht, Fünf Runden. fünf Runden Kämpfe gemacht. Die Erfahrung, was UFC angeht, das ist, man kann das jetzt nicht so beschreiben, das ist enormer Druck. Vor allem jetzt auch in Paris war es auch so, dass die mich gepusht haben. Das habe ich schon
hat mich schon, obwohl ich schon so lange in diesem Geschäft bin, hat mich schon so ein bisschen da und da mal Gedanken gemacht. Deshalb wichtig ist, an dem Tag mental da zu sein, was so physische Form angeht, ja, mache ich mir keine Sorgen. Und dass der Kampf über die 5 Runden gehen könnte, darauf bist du auch vorbereitet? Immer, jeder Kampf. Ich gehe da jetzt nicht rein und sage, ich will jetzt K.O. K.O. kommt von alleine. Ja. Hauptsache, du leistest die ganze Arbeit in der Vorbereitung, dass du am Ende des Tages dir selber nicht vorwerfen kannst, dass du mal da verschlafen hast oder da mal nicht zu Ende gearbeitet hast. Dass du am Ende dir selber nicht sowas vorwerfen kannst, wenn du die Vorbereitung komplett observiert hast, ohne verletzungsfrei, so wie du dir das wünschst, dann die können mir gegenüber so ein Tier stellen. Ich weiß genau, was ich kann, dass ich, wenn ich an dem Tag ohne Verletzung, wie gesagt, bis dahin jetzt alles gut laufen sollte, dann müsste mir das Ding rocken. Was machst du dir aus der Mittelgewichtsdivision allgemein? Es war lange Zeit, sage ich mal, ein bisschen langweilig, weil Adesanya halt so dominant war, ne, weil der seinen Titel die ganze Zeit verteidigt hat. Als Pereira kam, wurde es nochmal wieder so ein bisschen interessant mit dem Rematch. Aber jetzt hat er, glaube ich, fast jeden aus der Top 6 besiegt. Ja. Jetzt ist noch Whittaker gegen Duplessis angesetzt. Und Adesanya hat schon gesagt, ja, möglicherweise gebe ich Whittaker dann Ende des Jahres die Trilogie. Was hältst du von diesem Kampf und glaubst du, das kommt zustande? Ich denke schon, dass Whittaker diesen Duplessis ohne Probleme besiegen sollte. Weil meiner Meinung nach, für mich ist Whittaker der Einzige, mit dem ich zu kämpfen habe, sozusagen, wie ich mir das vorstelle. Ja. Deshalb, ich glaube, Adesanya wird den Whittaker zum dritten Mal auch besiegen und Anfang nächstes Jahres, so Gott will, können wir vielleicht gegen Adesanya kämpfen, wenn alles super läuft. Solltest du jetzt siegreich aus dem Kampf rausgehen, hat er die UFC schon verraten, ey, da kriegst du dann den nächsten Titelkampf oder musst du dann noch einen Top-Contender besiegen? Also wir haben über die Details nicht gesprochen, was danach abgeht. Ich bin auch kein Fan davon, dass man im Voraus irgendwas plant. Ich habe jetzt den Kampf. Das wäre auch nicht so seriös, wenn ich jetzt dem Mick gesagt hätte, hey, wie sieht's aus, was danach und so. Ja. Deshalb, ich mache erstmal meinen Job und die werden schon von alleine kommen. Auch wenn das der Fall sein sollte, dass ich nicht direkt den Titelkampf kriegen sollte, dann mache ich halt noch einen Kampf. Es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel unbedingt jetzt den Titelkampf haben will. Ich weiß, früher oder später, ich werde den kriegen. Ja. Ich habe auch bis jetzt nie irgendeinen leichten Weg gehabt oder irgendwas geschenkt bekommen gehabt. Von daher ist nicht schlimm, wenn ich noch einen Kampf machen sollte, noch besser. Ja. Und ich habe jetzt auch gelesen, wir haben die UFC, ich glaube UFC 291, Ende Juli. International Fight Week, dort wurden einige Fights enthüllt, Poirier gegen Gaethje 2 und auch Paulo Costa gegen Ali Skerov. Na, das ist auch ein interessanter Kampf. Vorher bei Brave gekämpft, Ex-Gegner von Khamzat, der kann jetzt gegen 5 platzierten Paulo Costa kämpfen. Was machst du dir aus diesem Fight? Also ich sehe den Kampf so 50-50. Ich bin natürlich mit Herz und Seele für den Ali Askerov, dass der gewinnt, Landsmann von mir. Aber ob der Kampf zustande kommt, ist auch so eine Sache. Wegen Costa, ne? Weil er redet viel. Ich habe so einen Kommentar irgendwo gelesen, dass der angeblich gesagt hat, ich kämpfe, nachdem der Kampf offiziell gemacht wurde, wo der gesagt hat, ich kämpfe gegen Russen nicht. Man kann von ihm alles erwarten. Kann sein, dass der Junge jetzt 2 Monate sich vorbereitet bis zum geht nicht mehr für seinen härtesten Kampf seines Lebens, sagen wir mal so. Und dann am Ende Costa sagt einfach, nein, ich kämpfe nicht. Ja. Hat er ja schon mal gemacht gegen Whittaker. Oder macht Gewicht nicht oder sonst irgendwas. Ja, ne? Das ist alles zu erwarten. Ja. Gegen Costa wurde mir auch angeboten, bevor ich André Muniz bekommen habe für den 20. Mai, da sollte schon Main Event gegen Paulo Costa sein. Ich habe mein Okay gegeben, bevor ich noch in Vegas war, das lief alles so innerhalb 1-2 Tage. Gegner haben sich gewechselt, da war wirklich so, wirklich wie in Vegas. Ja.
Am Ende kam es nicht dazu. Gegen Hamza sollte der kämpfen, kam auch nicht dazu. Mhm. Und wo der gegen Ali Askerov dann zugesagt hat, war ich so skeptisch, bin ich immer noch eigentlich. Ja, ja. Ansonsten auch ein Matchup wurde enthüllt, Shara Magomedov gegen Derrick Bronson, Nummer 8. Ja, ist in Arbeit, oder? Ich glaube nicht, weil ich habe von Shara gehört, dass der nichts von dem gehört hat. Der okay. soll Top 15 Gegner kriegen, mhm. aber ob das Derrick Bronson wird, glaube ich nicht. Okay. Aber wenn dann... Kann sein, weil, keine Ahnung, die UFC kannst du nie vorher wissen. Mhm. Und was würdest du dir aus dem machen? Ich meine, das sind beides deine Landsmänner, die wollen auch den Titel, haben auch Titelambitionen. Kannst du dir da sowas vorstellen, dass das auch potenzielle Gegner sind? Oder würdest du den Kampf, sage ich mal, wirklich nur machen, wenn es um den Titel geht? Also auf jeden Fall sind das potenzielle Kämpfer, weil ich habe von einem und dem anderen mal gehört, dass die kein Problem haben, gegen Landsleute zu kämpfen. Die sehen das sportlich. Mhm. Solange das auf sportlicher Ebene ist, bin ich dabei. Und ja. Das ist am Ende des Tages, wir haben alle gleiche Ziel. Mhm. Solange wir nach dem Kampf Handshake haben und weiterhin ja. alles gut ist, sehe ich da kein Problem. Was siehst du als nächstes für Hamza Chimaev? Du hast es auch gerade angesprochen. Er sagt oft, dass er als nächstes direkt den Titelkampf gegen Adesanya haben will. Macht oft halt die Promo und sagt, ey, ich würde Adesanya easy in der ersten Runde finishen und alles. Fordert UFC-Boss Dana White auf, gib mir den Kampf gegen Adesanya, weil er jetzt ja auch die Gewichtsklasse hochgeht wegen des harten Weightcuts und alles. Fändest du das gerechtfertigt, wenn er jetzt einen Titelkampf bekommt direkt? Also in der UFC läuft so einiges nicht, mhm. so wie es laufen sollte. Von daher traue ich der UFC komplett so, dass die vielleicht so einen Titelkampf geben. Ja. Ich finde, Adesanya ist leichte Ziel für einen guten Ringer. Mhm. Auf jeden Fall, man hat das gegen den Kampf gegen Pereira, den ersten Kampf, hat man gesehen, wo die beide dritte Runde auf dem Boden waren. Ja. Da hat Pereira ihn runterholen können auch, ne? Ja, das ist, ich meine, wie die sich so bewegt haben. Die Grappling Exchanges. Ja, genau, mhm. diese Moves, was die da gemacht haben. Ja. Mein Herz hat geweint. Ja, das war sehr... Das sah einfach aus wie zwei Striker, die versuchen zu grappeln, ne? Ja, das meine ich. Mhm. Ich kriege auf jeden Fall die beide runter. Mhm. Pereira und Adesanya, das ist jetzt nicht das Problem. Weil es gibt ja Kämpfer, die kriegst du leicht runter, aber die stehen direkt auf. Mhm. Weil allgemein Amis, so wie der Sean Strickland, der ja. auch. Ihn runterholen ist ja kein Problem. Mhm. Unten zu halten ist das Problem. Ja, ja. Deshalb. Und den, die beiden Jungs kannst du unten einfach so mit geschlossenen Knie halten, mhm. ohne Hände zu verwenden. Ja. Also das, was ich gesehen habe. Könntest du dir auch vorstellen, wenn du das Ziel erreicht hast, kann ja auch sein, dass du kein Fan davon bist, aber viele seit der McGregor-Zeit reden jetzt ja die ganze Zeit davon, wenn sie einmal schon eine Titelverteidigung gemacht haben, direkt eine Gewichtsklasse hochzugehen und dann halt um den nächsten Titel zu kämpfen. Wäre das auch so interessant für dich, im Halbschwergewicht dann nochmal anzugreifen? Also ich für Halbschwergewicht wäre ich zu klein, mhm. wenn dann Welterweight, weil ja? für Middleweight mache ich ja nicht viel. Ich mhm. bin so 90 Kilo, 91 Kilo. Normalerweise... Wenn es um Titel geht, dann spielen schon andere Summen darum und du kannst dir locker so jemanden mitnehmen, der für dich kocht, mhm. der weiß genau, wie das Ganze funktionieren muss. Von daher eher 77 wie 93. Ja? Aber könntest du dir auch zutrauen, den Cut zu machen bis 77? Ich denke schon. Ich habe ja am Anfang meiner Karriere 77. Okay, ich habe seitdem ein paar Kilos zugenommen. Aber mit professioneller Hilfe, das ist mhm. einfach. Die Jungs machen ja 15 bis 20 Kilo. Ja. Von daher. Es gibt Jungs in Lightweight, die so fast so groß wie ich sind. Ja. Ja. Mhm. Von daher. Was machst du dir aus der Conor McGregor-Situation momentan? Ja, also The Ultimate Fighter wurde jetzt veröffentlicht. Hast du da schon reingeschaut so ein bisschen mit Michael Chandler? Ist die Folge raus? Ja, die erste Folge ist raus. Ich schaue mir das nachher an. Mhm. Ich habe, um ehrlich zu sein, nie
so eine Serie von irgendeiner Staffel von dem geguckt. Ja. So ein paar Szenen immer mitbekommen, wenn die mal einen Ausraster haben. Ja, sowas nur. Aber ja, die machen das schlau auf jeden Fall. Mhm. Das ist interessant. Sowas wäre für Deutschland auch mal geil. So für, ja, safe. Für Deutschland vielleicht wird das schwer sein, so viele Kämpfer zu finden. Erstens, weil hier sind die Jungs, die machen ein paar Kämpfe und haben da, also die sind auf falschen Film, sag ich mal. So. Ja. Anstatt zusammenzuhalten, gegenseitig zu unterstützen, sind die auf sozusagen Gegnermodus. Ja. In Europa sowas auch zu wünschen, das wäre auch nicht schlecht. Was machst du dir aus dem Matchup McGregor gegen Chandler? Glaubst du, bei ihm sagen ja fast alle eigentlich in den Kommentaren, die Zeit bei ihm ist vorbei. Der hat zu viel Drogen, Alkohol, sein Leben genossen, dass er halt auch satt ist, so geldtechnisch, ne? Glaubst du, er kann nochmal richtig angreifen und gefährlich für die Top-Fighter oben werden? Wie ein Makhachev zum Beispiel, der auch Champion bei 70 ist? Ich glaube, jetzt bei dem Kampf, der wird ernster dran gehen, weil der hat jetzt zwei Niederlagen, der kriegt das auch mit, dass die Leute so über den reden, der will ja das Gegenteil beweisen. Ja. Ich glaube, der wird diesmal in Form sein, aber was danach ist, keine Ahnung. Man kann sein, dass der wieder anfängt, auf seine Yacht Schattenboxen zu machen, auf einem besoffenen Modus. Ja. Aber traust du ihm zu, dass es für einen Chandler reicht? Der Typ kann boxen. Der hat gute Defense im Wrestling. Ich glaube, der kann den Chandler, der kann den ausknocken. Also wenn er innerhalb der ersten Runde das nicht macht, dann okay. Doch, der Chandler. Und kannst du dir vorstellen, dass Team Khabib Makhachev nochmal so einen Titelkampf von Conor McGregor zulassen würden? Also sagen wir jetzt Islam gegen McGregor dann, wenn das dann zustande kommen würde? Also am Ende Dana White entscheidet dann, wer gegen wen kämpft. Egal, was die Kämpfer da sagen, am Ende, der ist der Boss und der sagt, wer kämpft gegen wen. Wenn der den Poirier easy besiegen sollte, warum nicht? Ich denke schon, dass die... Und Makhachev bis dahin ein, zwei Verteidigungen noch macht, dann bleibt ja nur noch ein, zwei übrig. Deshalb kann, in die UFC kann alles ist möglich. Ja. Du kannst von heute auf morgen Superstar sein oder von heute auf morgen Lachnummer sein. Das ist sehr gefährlich eigentlich. Ja. Aber also vor allem in Deutschland sieht man da die UFC als Top-Level an. Du bist wirklich, wenn nicht sogar der, oder du bist der Ausnahmefighter, wo wirklich alle sagen, ey, du bist momentan so die einzige Hoffnung für einen UFC-Titel. Woran glaubst du, hapert es in Deutschland, dass wir einfach zu wenig Fighter haben, die in der UFC vertreten sind oder überhaupt dorthin kommen? Also wir haben ja die Jugend jetzt bei uns im Gym und in anderen Gyms. Ich sehe, damals, wo ich angefangen habe, gab es zum Beispiel keine Amateurkämpfe. Ich habe direkt mit Profikampf angefangen. Aber heute gibt es fast jede Wochenende Amateurveranstaltungen und so. Ich glaube, wenn es im Fernsehen kommen würde, MMA, dann wäre das innerhalb so 5 bis 10 Jahre, dann hast du 3, 4 Top-Kämpfer, die in der UFC vertreten sind, 100%. Aber siehst du das in Deutschland, dass das passiert? Oder Ja, das passiert, aber viel zu langsam leider. Leider viel zu langsam. Es gibt jugendliche Kämpfer, die auch jetzt, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil es sind schon ein paar Jungs, nicht, dass ich jemanden vergesse und der sich dann schlecht fühlt. Aber gibt's. Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren so, wir werden schon ein paar Namen haben. Was hat sich für dich verändert, seitdem du in die UFC gekommen bist? Also, sagen wir jetzt mal so privat und. Ich habe ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel. Ich habe gesehen, du machst auch in deinen Videos auch den Main Event Gag. Ne? Seit Main Event, Leute, kriegst du einen neuen Parkplatz und dies, das. Nein, das ist alles Spaß. Alles läuft so wie auch davor. Ja. Nur ich habe für mich, ich habe ganz andere Motivation, jetzt ganz andere Ziel, immer noch das Gleiche, aber jetzt ist das alles realistisch. Jetzt, wie soll ich dir sagen, jetzt konzentriere ich mich voll auf Sport. Ja. Davor gab es Momente, ich habe ja auch Familie, große Familie, wo ich da und da mal was
machen müsste, aber jetzt durch die UFC sozusagen, ich kann mich komplett nur auf das Sport konzentrieren. Was würdest du sagen, also ist dein Ziel, das runterzureden, will ich niemals machen, aber sagen wir mal, nur Champion zu werden, oder willst du auch so, sag ich mal, diesen Goat-Status auch so im Mittelgewicht erreichen und Adesanya beispielsweise so dominieren, dass man sieht, da sind nochmal so Levels zwischen euch. Weißt du, was ich meine? Das wird schwer sein, gegen Adesanya so zu gewinnen, dass man ein paar Levels Unterschied sieht. Mhm. Wenn der Kampf auf Boden sein sollte, dann wird das der Fall sein. Ja. Aber der ist nicht umsonst Champion. Klar. Hat schon viele Tests geschafft. Genau. Sein mentales Spiel, mentaler Aspekt hat er auch ganz anders. Das ist, ich kenne zum Beispiel Jungs, die mit dem Champion damals, wie heißt der, Polar? Blachowicz? Genau, mit Blachowicz in einem Gym in Warschau trainieren, die mit dem auch Sparrings machen, Grapplings und so. Und die mir gesagt haben, nachdem der Champion geworden ist, obwohl der genauso weiter trainiert hat wie davor, man könnte nicht mehr mit dem machen, auf einmal der ist viel stärker geworden. Hm. Ja, es gibt diesen Aspekt bei manchen. Ja. Von daher, das wird kein leichter Spaziergang sein. Ja. Aber mein Ziel ist, erst mal Champion zu werden, ja, ein paar Mal den Titel verteidigen und ungeschlagen kann ich ja nicht mehr sein. Pound for Pound Nummer 1 zu sein, das ist auch das Ziel sozusagen, dass man einmal da dran war. Ja. Und dann allein Champion werden ist schon Geschichte. Das ist schon natürlich Endlevel, genau, auf jeden Fall. Wenn es läuft, dann laufen wir bis zum geht nicht mehr. Hast du einen bestimmten Dreamfight? Also wenn man jetzt Adesanya als Champion weglässt, oder vielleicht ist Adesanya ja sogar dein Traumkampf, oder auch von Fightern, die vielleicht schon in Ruhestand gegangen sind, so hast du irgend so einen Traumkampf im Kopf gehabt? Ja, ich habe immer noch den im Kopf. Ich will, dass wir gegen Adesanya in Deutschland so eine Veranstaltung, am besten in Düsseldorf, Esprit Arena, passen. Das wäre so ein Punkt, wo man fetten Statement machen könnte, dass man, ich glaube, wenn es der Fall sein sollte und wir den Titel in Deutschland behalten sollten, dann wird MMA auf anderer Ebene sein in Deutschland. Ja, das wäre dann ja genauso ein Szenario wie Edwards, der Usman den Titel abgenommen hat und dann war Rematch in London bei Edwards, ne? Ja. So könnte man das dann auch in Deutschland machen. In der Richtung. Aber ich weiß eins, dass dieser Sport hier vorankommt, ein bisschen schneller. Wir müssen die UFC nach Deutschland holen. Ja. Das ist ganz klar. Am besten Titel. Ich denke, wenn wir Titel in Deutschland haben, ich rede jetzt nicht von mir, es gibt ja auch andere Kämpfer. Ja. Irgendeiner muss den Titel rüberbringen, damit hier mal Vorrang geht, damit die das wie Fußball sehen können. Ja. Nicht als Hobbysport. Das ist, bis heute ist das Hobbysport. Ja. Deshalb. Was wären so für die Fans, für deine Zuschauer die letzten Worte vor dem Main Event gegen Sean Strickland? Gibt weiterhin so viel Gas wie ihr bis jetzt. Ich krieg das alles mit. Ich bin zwar vielleicht nicht so oft in YouTube oder Insta und so, das wird alles von einem Team geführt, aber ich krieg alles mit. Die schicken mir Screenshots und so. Ich fühle alles und bald können wir alle zusammen den Sieg feiern. Vielen, vielen Dank, Abus. Danke für die Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich hoffe, dass du das Main Event erfolgreich beenden kannst gegen Sean Strickland. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.